Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hagenbeck Muss hier auf Shoki Banuki New Television. Warum ich hier vor dem Fitnessstudio stehe und was das Ganze soll, das seht ihr gleich. Ja, ich bin hier heute beim Christian Kroth. Christian Kroth ist Geschäftsführer von Family Fitness hier in Koblenz. Hallo Christian. Hallo, herzlich willkommen. Und du hast mich ja kontaktiert, du hast meinen Hilferuf im Internet gesehen. Genau, ich habe es wahrgenommen und habe Mitleid bekommen und habe gedacht, den Kerl muss ich mal hier hinholen. Ja, genau. Dem ist noch zu helfen. Das schmächtige Kerlchen müssen wir mal hier hinholen und dem ein bisschen helfen. Ja, Christian, ihr betreibt hier ein Fitnessstudio. Ihr, das ist richtig. Ihr seid Fitness, ihr lebt Fitness, auch richtig. Auch das. Sieht man ja auch an dir, ne? Also, ja, geht mein Bestes. Auch schon ein paar Mal trainiert und so. Ja, gelegentlich. Genau. Was kannst du denn für mich tun? Wie können wir mein Gewicht so ein bisschen reduzieren? Was macht man da so? Also ich würde zweigleisig an die Sache rangehen. Zum einen würde ich dir raten, deine großen Muskelgruppen regelmäßig zu trainieren, um einfach deinen Grundumsatz zu erhöhen. Je mehr Muskulatur du aktiviert quasi mit dir rumträgst, desto mehr Kalorien verbrennst du auch, okay, wenn du nichts tust. Okay. Zum anderen würde ich dir natürlich empfehlen, an deiner Ernährung zu arbeiten. Ne? Okay. Also zu gucken, was schmeiße ich überhaupt rein, dass in der Kaloriengesamtbilanz irgendwo am Ende des Tages kein Plus steht, sondern im Idealfall ein Gleichgewicht zwischen dem, was du reintust und dem, was du verbrennst. Okay. Im Idealfall vielleicht, wenn du wirklich abnehmen willst, dann am Ende des Tages ein Minus drunter zu haben, okay, sprich ein Defizit. Das würde langfristig dafür sorgen, dass du Kalorien verbrennst bzw. Körperfett abbaust. Ja, das klingt doch schon mal super. Was macht ihr denn hier eigentlich so? Ich habe gesehen, ihr habt da so eine Menge Kurse, die ihr so anbietet. Also wir sind ein ganz klassisches Fitnessstudio. Wir bieten Gerätetraining an. Wir haben jede Menge Kurse von Les Mills, Body Pump, Body Attack, Body Balance. Hört sich jetzt alles erstmal viel spektakulärer an, als es ist. Über ganz klassische Kurse, Bauch, Beine, Po, Rückengymnastik, Reha-Sport, TRX, Indoor Cycling. Oh, ist ja eine Menge, ne? Wir haben eine Sauna. Also das, was ganz normales Fitnessstudio eigentlich ausmacht. Super. Ja, dann würde ich sagen, halten wir uns nicht lange auf. Wir wollen ein bisschen was tun. Wie du siehst, habe ich ja meine Sportklamotten schon angezogen. Ja? Okay. Ich bin natürlich jetzt eigentlich nicht so der Sportler. Und ich hoffe mir da von dir auch ein paar Tipps, auch vielleicht für zu Hause zu bekommen, was man zu Hause ein bisschen machen kann. Aber ich glaube natürlich, dass es zu Hause nicht das Studio ersetzt. Wir hatten eben ja schon mal ein kleines Vorgespräch zum Thema gemacht. Ne? Aus meiner Erfahrung her schwierig. Ne? Ja, und auch, ich war ja letzte Woche bei dieser Rohkostberaterin, habe mich da mal informiert. Ich glaube halt auch, dass Ernährung nicht alles ist. Also Ernährung ist schon wichtig, ja, aber Ernährung ersetzt natürlich nicht ein gesundes Abnehmen. Ne? Also ist nicht der einzige Baustein, den man dazu braucht. Es spielt auch eine gravierende Rolle natürlich, aber das Training ist auch nicht zu vernachlässigen. Ja. Also würde ihm jetzt keine Gewichtung beimessen, 50-50. Manche behaupten, Ernährung wäre wichtiger als Training. Ja. Ist Ansichtssache. Ja, genau. Und deswegen halten wir uns nicht lange auf. Jetzt geht's los. Hagenbeck schwitzt jetzt nur für euch. Wir reden darüber, dass ich 10 Kilo abnehmen soll, weißt du ja noch, ne? Mhm. Was würdest du denn so schätzen, wie lange brauche ich denn dafür eigentlich, um diese 10 Kilo auch wirklich runterzukriegen, wenn es mit den 10 Kilo überhaupt getan ist? Wie lange hast du denn gebraucht, um dir die 10 Kilo anzufuttern? Das war eine miese Frage. Du bist jetzt kein unglaublich schwieriger Fall, also 10 Kilo sollten eigentlich bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres locker zu erreichen sein, wenn du dann natürlich dementsprechend auch regelmäßig was tust, ne? Damit steht und fällt's. In der Regel. Das bedeutet, ich muss wie oft in der Woche am besten hierher kommen? Ich empfehle dir mindestens zweimal. Zweimal die Woche. Mehr hilft mir in dem Fall, aber wer vorher gar nichts gemacht hat, der wird nicht dazu kommen können, jetzt einmal 5 oder 6 Mal in der Woche hier anzutanzen, aber zweimal in der Woche, eine Stunde. Damit ist schon einiges getan. Da muss ich also mit Duschen und so weiter, sagen wir mal, 70 Minuten so circa einrechnen. Ne? Je nachdem, also, wie lang und intensiv du duschst. Wie lang und intensiv ich dusche. Ne? Genau. Mit Haare oder ohne? In meinem Fall natürlich wie bei dir ohne Haare. Ganz klar, wer wirklich ein Problem hat, sei es mit dem Rücken oder mit dem Gewicht und ist nicht in der Lage, zweimal die Woche, sag mal 45 Minuten, um es ganz niedrig zu halten, dafür zu investieren, der hat nicht genug Schmerzen oder nicht genug Leid mit dem
zu viel Gewicht. Das kann nicht sein. Also die Zeit hat jeder. Okay. Ja. Ich habe Kundinnen hier, die haben 13, 14 Stunden Tage, Selbstständige, die schaffen es auch irgendwie zweimal die Woche hier eine halbe oder dreiviertel Stunde vorbeizukommen. Also wer das nicht hinkriegt, der darf auch nicht meckern. Alles klar, ja. Ihr habt es gehört, die weisen Worte von Christian Kroth und, was soll ich sagen, recht hat er. Ich habe auch so einen inneren Schweinehund zu Hause, aber ich werde jetzt versuchen, den mit, unter anderem mit Christians Hilfe zu bekämpfen. So, und ich mache das Ganze jetzt mal nach, weil wie wir ja gerade gesehen haben, ist es ja gar nicht so schwer. Achtung, es geht los. So, jetzt braucht man sich einfach nur noch an der Stange ganz bequem hochzuziehen. Christian? Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja. Kannst du mir mal eben kurz helfen? Okay, komm. Ja, und ihr seht, ne? Das ist total easy, ne? Vor allem auch mit einem Arm, ich geht auch. Lass doch mal Haken weg für Schoki Banuki, mache ich eben Scheiß. Ja, jetzt ist ja Trainingsende fast schon gleich, oder? Wie bist du mit mir so als Schüler zufrieden? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach der letzten Übung bin ich eigentlich zu der Entscheidung gekommen, dass Sport für dich eigentlich das völlig falsche Mittel ist. Sowas Untalentiertes und Ungeeignetes habe ich wirklich selten gesehen. Deswegen kommen wir hier mal zur Ultima Ratio, die neueste Entwicklung im Laser-Technologie-Segment, und zwar der sogenannte Slim-Styler. Den werde ich jetzt gleich mal anlegen und ich denke, dass wir damit deine Probleme dann wirklich final in den Griff kriegen. Oh, das ist ja super. Der Slim Styler hat hier diese kleinen Pads. Und diese Pads haben jeweils kleine Punkte, ein sogenanntes Biolicht oder ein ganz feiner Laser, der in die Fettzelle eindringt, die Zelle öffnet, die Zellmembran aufmacht, das Fett wird freigesetzt und in der anschließenden 30-minütigen Cardioeinheit, das heißt nochmal der Crosstrainer, und da hast du dich ja einigermaßen gut angestellt, deswegen mach ich mir da keine Sorgen, wirst du wesentlich mehr Fett verbrennen, als du das tun würdest, wenn du einfach nur so auf den Cardio... Ich hatte jetzt echt gedacht, ich schneide mir das Ding an und brauche gar nichts mehr zu machen. Das und esse natürlich die Chips richtig dabei. Richtig geil, dann hätte ich wahrscheinlich hier ohne Ende gut schaffen. Ja. Aber ein bisschen bewegen müsstest du dich im Anschluss schon nochmal, okay. Aber ich denke, okay. Mit 4 Einheiten hiermit wirst du erste Ergebnisse bekommen. Also wir haben ganz gute Erfolge bisher verzeichnet. Wir haben das jetzt seit 4 Wochen. Ein paar Mädels haben innerhalb von 4 Wochen 4 cm am Bauchumfang verloren. Ach ja. Und das ist eigentlich schon Das ist natürlich ganz cool. Relativ wenig Aufwand. Ja. Also das Essen haben die nicht großartig kontrolliert, haben auch nicht viel Krafttraining gemacht, sondern wirklich nur 15 Minuten hier, 30 Minuten Crosstrainer. Mhm. Und damit kann man schon was erreichen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, mach dich mal nackig. Wollt ihr das wirklich sehen? Ich gucke es mir vor euch an und sage euch dann später, Wie schlimm es war. Wenn euch das gefallen hat, was ihr jetzt gleich sehen werdet, also ich muss euch mal vorwarnen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Vielleicht ziehe ich mich dann noch ein bisschen öfter für euch aus. Ne? Oder auch nicht. Ja, ich habe mich jetzt also mal für euch nackig gemacht und der Christian bestaunt gerade noch meinen Status quo und wird mir jetzt... Ja, also ich habe ein Schlimmeres gesehen, aber es könnte auch besser sein. Ja, und wird mir jetzt hier mal die Gerätschaften anlegen. Na, der passt aber gerade so hier. Gerade so. So. Jetzt machen wir auch mal so einen Sprengstoffattentäter. Und zwar müsstest du die jetzt nach und nach so dazwischen packen. Okay. Und zwar genau auf die Problemzone. Setz dich dort 15 Minuten und 15 Minuten. Geht jetzt los. Du merkst davon gar nichts. Perfekt. Ich komme mich gleich wieder ab. Alles klar. Ja, so Christian, ich habe jetzt hier 15 Minuten gesessen mit diesem Gurt umgeschnallt. Ja. Und wie man sieht, sieht man nichts. Wie man sieht, sieht man noch nichts, weil man muss es natürlich öfter machen. Ne? Richtig. Also natürlich hast du jetzt nur die Fettzelle erstmal geöffnet. Jetzt müsstest du ja noch die eigentliche Arbeit leisten und nochmal mindestens 30 Minuten Cardio machen, Laufbahn, Crosstrainer, Fahrrad, was auch immer du möchtest oder besuchst einen unserer Kurse. Das Ganze würde ich dir empfehlen, zweimal die Woche zu machen. Und es ist so, dass wir jetzt in den ersten Durchgängen die ersten Erfolge nach 4 Sitzungen hatten. Das heißt, spätestens in 2 Wochen könnten wir mal gucken. Cool. Müssten die Umfänge messen oder mal ein Vorher-Nachher-Bild machen und da würde man auch ganz deutlich was sehen. Da würde man Erfolg sehen. Okay. Wenn man das hier buchen möchte, wenn man eure Kurse buchen möchte, wenn man sagt, okay, komm, ich überwinde meinen Schweinehund und gehe jetzt wirklich mal zweimal die Woche ins Fitnessstudio zum Family Fitness. Wie kann ich euch erreichen? Im Internet ganz einfach fitness-koblenz.de. Okay. Bei Facebook reiner Zufall Family Fitness, bei Instagram Family Fitness Koblenz und ansonsten kann man uns auch gerne anrufen. Telefonbuch, Google 9523 8566.
kommt ihr direkt bei mir raus. Gerne jederzeit anrufen. Also ihr seid auf allen Kanälen erreichbar. Was man heute machen muss. Prima, ja, gut. Ja, dann ziehe ich mich jetzt mal wieder an, ne? Und damit ihr euch das Drama hier auch nicht länger angucken müsst. Und vielleicht gibt es ja in ein paar Wochen von mir ein neues Nacktfoto mit einem Sixpack. Wer weiß. Ne? Momentan ist ja nur ein Fass. Sag mal, Christian, hast du was zu trinken für mich vielleicht? Wasser, Mineralgetränke, aber ich würde dich eigentlich viel lieber auf einen schönen, schmackhaften Eiweißshake einladen. Das ist eigentlich so die ideale Mahlzeit nach dem Training, um deinen Energietank wieder aufzufüllen und dir alle Bausteine zur Verfügung zu stellen, die deine geschundene Muskulatur jetzt braucht, um sich wieder vollständig zu erholen. So, mein Lieber, Vanille-Bauer, wie gewünscht. Lass super, vielen Dank. Ja, der Christian hat mir jetzt gerade hier diesen Shake gemacht und ich bin mal gespannt. Er riecht schon mal sehr lecker und der schmeckt richtig gut. Solltest du selber mal probieren. Der schmeckt richtig gut, lecker. Hier sind 50 Gramm Eiweißpulver drin, das heißt, du hast 200 Kalorien über das Eiweiß und noch ein bisschen über die Milch. Okay. Hier geht es aber eigentlich nicht darum, jetzt dich großartig satt zu machen, sondern das kann auch ein Ziel sein, aber primär geht es eigentlich darum, dem Körper die Bausteine zuzuführen, die er braucht, um deine Muskulatur zu regenerieren. Und das sind die Aminosäuren, das sind die kleinsten Bausteine des Eiweißes. Und deswegen ist es eigentlich ideal, nach dem Training einen Shake zu konsumieren. Klar hat er auch ein gewisses Maß an Sättigungsgefühl, aber es geht eigentlich primär darum, den Muckis Treibstoff zu geben, damit du spätestens übermorgen wieder hier auf der Matte stehst und voller Elan nochmal angreifen kannst. Christian. Ja, bitte. Wir sind jetzt durch. Hat mir wirklich Spaß gemacht, der Tag mit dir. Das freut mich. Ich kann mittlerweile auch wieder atmen, also alles gut. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. War wirklich sehr aufschlussreich für mich und so langsam reift in mir auch so ein bisschen der Entschluss, wirklich zu sagen, komm, ich nehme mir mal 2 Tage die Woche Zeit. Ne? Und, müssen 2 Stunden sein, 2 Tage wäre schon hochgegriffen. 2 Stunden in der Woche würden mir reichen, persönlich. Ja. Und würde mich einfach mal in mich gehen und mir mal überlegen, ob ich ja, so Interviewpartner, da hast du echt leider. Nee, super. Also wie gesagt, vielen Dank und ich denke mal, wir werden uns noch in der Zukunft sehen. Ich weiß ja jetzt, wie ich euch finde, wo ich euch finde. Wer von euch auch nochmal hier hinkommen möchte, die Internetadresse blenden wir jetzt hier mal an der Stelle ganz kurz ein. Ja, ich danke dir nochmal. Sehr gerne. Vielen Dank und war ein cooles Training. Guck mal hier, Mucki! Au. Wir müssen hämpfen, oder? Tschüss.